Guten Abend und herzlich willkommen zum zentralen Reformationsgottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 2020. Schön, dass Sie dabei sind. Da die aktuellen Hygienevorschriften quasi keine Besucherinnen und Besucher vor Ort zulassen, bringen wir die Veranstaltung heute zu Ihnen. Hier aus der Christuskirche in Mainz per Stream. Neben der Predigt von Kirchenpräsident Volker Jung und viel Musik freue ich mich auf Bettina Limperk, die Präsidentin des Bundesgerichtshofs und des Ökumenischen Kirchentags, der nächstes Jahr in Frankfurt gefeiert wird. Übrigens, eine Frage spielt in diesem Gottesdienst natürlich eine besondere Rolle. Was bedeutet Reformation heute und hier? Im 21. Jahrhundert, im Jahr 2020, das so anders ist als viele andere Jahre. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam diesen Reformationsgottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen anderen Grund kann niemand legen, als außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Mit diesem Wort aus dem 1. Korintherbrief zum Reformationstag begrüße ich Sie ganz herzlich, wo auch immer Sie via Livestream mitfeiern. Wir sind miteinander verbunden und feiern gemeinsam. Schön, dass Sie dabei sind. In Aufnahme von Worten aus Psalm 46, lasst uns beten. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Gott, bei dir können wir sein, du stärkst uns. Hilfst uns auf, wenn Sorgen uns erdrücken wollen, wir nachts keinen Schlaf finden. Du bist da. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Da ist so vieles, was uns sorgt, gerade in diesem Jahr.
Angst um die Gesundheit, Angst um die Zukunft, Angst um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Bei dir, Gott, können wir lassen, was uns den Schlaf raubt. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott, wie schön wäre das, solche Furchtlosigkeit, solch fester Glauben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge. Gott, lass uns diesen Glauben bezeugen, eintreten für eine andere Perspektive auf das Leben. Erneuere unsere Zuversicht und schenk uns deinen Geist, heute und alle Tage. Amen. Lesung aus dem 5. Buch Mose. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir gebiete heute, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen den einen Augen sein. Und sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Predigttext für den Reformationstag steht im Matthäusevangelium im 10. Kapitel, die Verse 26 bis 33. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Wenn ich euch sage in der Finsternis, dann redet das im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Und dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wenn ihr nicht mich bekennt vor den Menschen,
zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Und nun bin ich gespannt, was der Kirchenpräsident Volker Jung dazu zu sagen hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind in Gottes Händen, darum fürchtet euch nicht. Das schreibt Dietrich Bonhoeffer über die Worte, die wir gerade gehört haben. Diese und andere Worte mag der evangelische Pfarrer, der später im Konzentrationslager hingerichtet wurde, im Sinn gehabt haben, als er dichtete, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich denke immer wieder an diese Worte. Sie haben einen festen Platz in meinem Herzen und in meinen Gebeten, gerade jetzt in dieser so schwierigen Zeit. Ich bin wie viele andere auch enttäuscht und deprimiert, dass jetzt wieder alles so schwierig wird. Es ist ja richtig, wir müssen vorsichtig sein, Abstand halten, Masken tragen, Begegnungen einschränken, aber es ist auch so schade, dass wir Veranstaltungen absagen müssen. Es tut weh, vertraute Menschen nicht einfach unbefangen in die Arme nehmen zu können, zumal dann, wenn sie Trost und Nähe brauchen. Und es ist bitter, jetzt wieder nur sehr eingeschränkt Besuche machen zu können, in Altenheimen und Krankenhäusern. Und dann sind so viele Fragen. Gelingt es uns, diese Infektionswelle, diese zweite zu brechen? Tun wir genug? Tun wir das Richtige? Und was wird aus all denen, die es jetzt wirtschaftlich so hart trifft? Die Gastronomen, die Schausteller und Händler, für die jetzt auch die Weihnachtsmärkte nicht möglich sind, die Künstlerinnen und Kulturveranstalter und viele andere. Was wird aus unseren Vereinen, aus unseren Kirchengemeinden? Viele Menschen machen sich Sorgen. Und was ist mit denen, die jetzt ganz besondere Belastungen haben, Menschen auf der Flucht oder die Menschen in Ländern, die ohnehin viel Last zu tragen haben? Wie geht es den Kranken und denen, die sich um sie kümmern? Was ist, wenn ich selbst krank werde oder meine Angehörigen? Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wenn ich solche Bibelworte lese oder höre, dann erschrecke ich auch. Die konfrontieren ja mit einer ganz harten Wirklichkeit. Aber dann mache ich mir auch klar, Jesus hat niemandem, der ihm nachfolgt, versprochen, dass das Leben einfach gut laufen wird. Auch der Glaube ist kein Schutz vor Gefahren und Bedrohungen, nicht vor Krankheit und Leid und nicht vor dem Tod. Es kann sogar sein, angegriffen und bedroht zu werden und getötet zu werden. Viele der Menschen in den ersten christlichen Gemeinden, die diese Worte gehört und aufgeschrieben haben, haben das erfahren. Und auch heute erleben Menschen, dass sie wegen ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung, ihrer Weltanschauungen bedroht werden. Christinnen und Christen und Menschen aus anderen Religionen und mit anderen Weltanschauungen, das ist ganz furchtbar. Aber noch einmal, so hart und bitter das ist,
Und so sehr wir uns dagegen stellen müssen, der Glaube ist kein Schutz. Kein Schutzschild gegen Angriffe und auch kein Impfstoff gegen Krankheiten. Wir feiern heute Reformationstag. Da erinnern wir uns an Martin Luther und daran, wie er das Evangelium wieder neu stark gemacht hat. Die Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen, die darf nicht verdunkelt werden. Das Evangelium von der Gerechtigkeit, der Liebe und dem Frieden Gottes wirft ein Licht darauf, wo es ungerecht, lieblos und friedlos zugeht in dieser Welt. Und das darf nicht untergehen. Martin Luther war überzeugt, um dieses Evangeliums willen, damals Missstände in seiner Kirche beim Namen nennen zu müssen, in der Kirche, aber auch sonst in der Welt, in der er lebte. Und dabei hat Luther auch erlebt, wie sich Menschen plötzlich gegen ihn gestellt haben und ihn bedroht haben. Und was er dabei entdeckt hat und auch immer wieder darüber geschrieben und geredet hat, das Evangelium ist kein Schutz vor schweren Lebenserfahrungen, aber es ist eine große Kraft, darin nicht zu verzweifeln. Mehr noch, es ist eine Kraft, in all dem standhalten zu können und aufrichtig seinen Weg gehen zu können. Und es ist eine Kraft, für andere da sein zu können, gerade auch in ihrer Not. Als 1527 in Wittenberg die Pest ausgebrochen war, da schreibt Luther sehr konkret, was das heißt. Vieles von dem, was er geschrieben hat, klingt für uns jetzt gerade erschreckend bekannt. Zum einen geht es darum, vorsichtig zu sein. Er schreibt: Ich will räuchern, die Luft reinigen, Arznei geben und nehmen, Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch mich vielleicht andere vergiften und anstecken und ihnen so durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte. Zum anderen ist für ihn aber auch klar, wo mein Nächster mein Bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, wie oben gesagt ist. Und er zieht ein Fazit. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht dumm, kühn und frech ist und auch Gott nicht versucht. Die Pest dauerte in Wittenberg mehrere Monate. Luther ist selbst nicht erkrankt, aber sein Haus wurde zu einem Zufluchtsort und Spital für manch anderen. Da wird doch sehr deutlich: Glauben schützt nicht vor Gefahren, aber Glauben kann Kraft geben, in Spannungen und Anspannungen, in Sorgen und Angst nicht zu zerbrechen. Glaubenskraft ist so etwas wie himmlische Medizin für die Seele. Und der Glauben leitet an, die Vernunft einzusetzen und in einem guten Sinn helfend füreinander da zu sein. Ich bin überzeugt, einen solchen Glauben brauchen wir gerade jetzt in dieser schwierigen und so bedrängenden Zeit. Und woher kommt dieser Glaube? Der kommt nicht aus uns selbst. Ist doch keine Entscheidung des Kopfes. Der Glauben kommt, wenn wir uns für Gottes Kraft öffnen und nach ihm ausstrecken und Gott uns durch seine Worte berührt. Und indem wir dann diese Worte in uns aufnehmen, die Worte, die Jesus spricht, und ihnen einen Platz geben in unseren Herzen. Fürchtet euch nicht. So werden wir zu Menschen des Vertrauens, der Zuversicht und der Liebe. Das hoffen wir. Getragen von diesem Glauben, der Christinnen und Christen von Anfang an trug. Davon singt jetzt
ein Gospel, den wir gleich nach der Predigt hören werden. Sevilla Martin, die dieses Lied geschrieben hat, wurde dazu vom Glauben einer schwer kranken Frau inspiriert. Die hatte ihr gesagt: "His eye is on the sparrow and I know he watches me." Gott schaut nach jedem Sperling und ich weiß, er behütet mich. Daraus hat sie dann folgenden Text gemacht: "Warum soll ich den Mut verlieren? Warum sollen Schatten über mich kommen? Warum soll ich mich einsam fühlen und mich sehnen nach dem Himmel und der Heimat, wenn Jesus bei mir ist, mein treuer Freund? Er schaut nach jedem Sperling und ich weiß, er behütet mich. Ich singe, weil ich glücklich bin. Ich singe, weil ich frei bin. Er schaut nach jedem Sperling und ich weiß, er behütet mich." So bewahre der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Feel discouraged. Why should the shadows come? And why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is portion? My constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know that He watches me. His eye And I know that He watches me. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know that He watches me.
Sie sind nicht nur die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, sondern auch des dritten Ökumenischen Kirchentags, der nächstes Jahr im Mai stattfinden soll in Frankfurt. Und nun gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, die Gremien vom Kirchentag und Sie halten daran fest. Manche finden das mutig, manche finden das unvernünftig. Warum halten Sie daran fest? Sie haben schon mal gesagt, sagen Sie es mir nochmal. Ja, also es gibt zur Unvernunft natürlich einiges zu sagen. Und in der Tat haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und sind durch viele Höhen und Tiefen gestiegen, bis wir zu dem Entschluss gekommen sind, mit den Gremien des dritten Ökumenischen Kirchentages, dass wir es wagen wollen. Und es gab manche schwarze Stunde, wo wir auch gezweifelt haben, wo wir gesagt haben, es ist nicht zu verantworten. Und Sie können sich vorstellen, auch jetzt in der Phase der wirklich dramatisch steigenden Zahlen sind diese Gedanken auch wieder da. Wir haben uns aber auch schon eine ganze Reihe von Änderungen überlegt. Wir werden kompakter werden, wir werden digitaler werden, wir werden die Besucherströme ganz anders lenken, wir werden ein Ticketing einführen, das uns Kontrolle ermöglicht. Und damit meinen wir, dass wir im guten Dialog auch mit den entsprechenden zuständigen Behörden es nach heutigem Stand verantworten können. Und zudem hoffen wir natürlich, dass wir im Mai 2021 auch nach dem Höhepunkt der Welle sein werden. Aber warum halten wir daran fest? Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass wir vielleicht gerade jetzt etwas wie den dritten Ökumenischen Kirchentag brauchen. Denn er ist ein wichtiges Zeichen, die Fragen zu diskutieren, die durch Corona ja nochmals nachgeschärft worden sind. Was ist uns ein Leben wert? Was ist Freiheit? Was ist Verantwortung? Was ist Gemeinschaft? Und das, was wir ja auch eben in der Predigt gehört haben, was wir für andere einsetzen. Es geht auch um den Wert eines Lebens, eines einzelnen Wesens und damit auch um zusammenhängende Fragen der Weltgemeinschaft, die wir ja auch so intensiv wie seit langem nicht mehr in diesen letzten Wochen und Monaten diskutiert werden. Für mich ist deswegen der dritte Ökumenische Kirchentag nach wie vor ein Hoffnungszeichen in dieser Welt, die nach Haltungen und nach Lösungen sucht. Und zuletzt sind Kirchentage einzigartige Großveranstaltungen, die den Menschen in seiner Geschöpflichkeit in den Mittelpunkt stellen. Das unterscheidet Kirchentage und Katholikentage und auch den Ökumenischen Kirchentag von vielen anderen Veranstaltungen. Und er ist eine Plattform, die den ernsthaften Dialog, aber auch den Diskurs und den gepflegten Streit über eben diese wichtigen Themen aufnehmen will und dafür Plattform sein möchte. Wir haben so viel Wichtiges auch in der Ökumene zu besprechen. So vieles, was den Menschen auf der Seele brennt und was auch Lösungen zugeführt werden muss. Und auch deswegen der Ökumenische Kirchentag ist wichtig. Wir wollen mehr Gemeinschaft wagen und Wege dahin suchen. Für mich ist der dritte Ökumenische Kirchentag deswegen vielleicht nicht systemrelevant, aber lebensrelevant. Was ja vielleicht fast noch wichtiger ist. Jetzt sage ich mal so, eine Präsidentin des Bundesgerichtshofs, ich ahne mal, hat auch sonst ordentlich was zu tun. Was treibt Sie denn persönlich an, noch so eine umfangreiche Aufgabe beim Kirchentag wahrzunehmen? Das ist vermutlich eine Mischung aus Verantwortlichkeitsgefühl und, was die Ökumene angeht, auch einer gewissen Ungeduld. Ich glaube, dass die Menschen nach Gerechtigkeit, auch das haben wir eben in der Predigt schon anklingen hören, nach Gerechtigkeit suchen, nicht nur im juristischen Sinne, sondern auch natürlich nach einer größeren Gerechtigkeit. Und dafür brauchen sie eine Resonanz und einen Resonanzboden. Und ich denke, die Kirchen und die christliche Gemeinschaft sind solche Resonanzböden und müssen Antworten suchen und möglichst auch finden, gerade da, wo es wie jetzt in der Krise brenzlig wird und wo die Menschen Fragen haben und nach Antworten suchen. Und der Vorwurf an die Kirchen, wo seid ihr denn in der Corona-Krise gewesen am Anfang und wo seid ihr vielleicht auch jetzt, ist ja eigentlich ein Kompliment, weil es heißt, dass man von den Kirchen relevante Antworten erwartet hätte und von Christinnen und Christen. Und ich glaube, mit unserem Leitwort, das wir ja weit vor der Corona-Krise gewählt und gesucht haben oder das uns gefunden hat, schaut hin, ist es genau der richtige Weg. Wir wollen hinschauen und aus dem Hinschauen Handlungen ableiten. Das ist der Auftrag, der mich antreibt und von dem ich hoffe, dass er mich auch trägt. Sie haben eben so schön gesagt, Sie sind ein bisschen ungeduldig auch in der Ökumene.
ich glaube, ganz viele Leute erhoffen sich, Mensch, ökumenischer Kirchentag, das könnte so ein richtiger Schritt nach vorne sein. Und nun wissen wir, hat die Glaubenskongregation der katholischen Kirche aus Rom gesagt, also sie findet, dass das in Deutschland entstandene Papier gemeinsam am Tisch des Herrn nicht ausreicht, um eine gemeinsame Mahlfeier zu begründen. Was sagen Sie denn dazu? Also zunächst mal freue ich mich natürlich darüber, dass das Vorhaben des dritten ökumenischen Kirchentags eine so hohe Aufmerksamkeit auch in Rom erfahren hat. Das zeigt für mich, dass wir an einem offensichtlich wichtigen Punkt der Diskussion angekommen sind und dass es um etwas geht. Und das finde ich im Grundsatz positiv. Es ist ganz wichtig, dass wir die Fragen, die mit dem Papier gemeinsam am Tisch des Herrn, des ökumenischen Arbeitskreises, intensiv und ernsthaft miteinander diskutieren. Denn die Menschen haben Bedürfnisse nach Gemeinsamkeit, nach christlicher Gemeinschaft, und das müssen wir ernst nehmen und auch Wege suchen. Es haben viele hochrangige Theologinnen und Theologen, katholische und evangelische, an diesem Papier gearbeitet und eine großartige Sammlung und Sichtung des Meinungs- und Diskussionsstandes in der Theologie vorgenommen. Sie haben eine vorsichtige Bewertung der möglichen Positionen angestellt und dabei auch die Entwicklungen der letzten Jahre sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche mit aufgenommen, denn da ist ja viel Bewegung in der Ökumene gewesen und weiterhin. Und sie haben sich dabei in einer mich sehr beeindruckenden Weise einander angenähert, mit gegenseitigem Respekt und auch mit ökumenischer Gastfreundschaft. Für mich persönlich steht im Zentrum der Aussage des Papiers der Satz, dass es Christus selbst ist, der uns einlädt an den Tisch des Herrn, an seinen Tisch, zur Mahlfeier, zur Eucharistie, und dass er in dieser Mahlfeier, in der Eucharistie gegenwärtig ist, dass er bei uns ist und dass er der Gastgeber ist. Das ist etwas, was mich persönlich überzeugt. Es geht darum, dass der Glaube uns ein Wissen vermittelt, und das ist das, dass Christus selbst inmitten steht. Wir brauchen keine Einladungskarte, kein offizielles Ticket, keinen Stempel, sondern wir können zutreten. Und das ist das, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor ist bei der Diskussion um dieses Papier. Und dabei macht das Papier etwas stark, was auch heute am Reformationstag stark ist, nämlich das Gewissen. Das Gewissen als innerste Instanz eines Menschen, in der christlichen Sicht das Gewissen, das Glauben, durch Glauben vermittelt wird, durch Gott vermittelt wird. Und das ist eine zentrale Figur auch im Arbeitspapier des ökumenischen Kreises. Und aus diesem Wissen, aus diesem Gewissen wird ein Handeln. Und das ist über die Mahlfeier hinaus ganz wesentlich. Martin Luther hat das Gewissen als Instanz besonders stark gemacht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Aber auch das Zweite Vatikanische Konzil hat das Gewissen ganz stark gemacht. Da heißt es, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinen Innersten zu hören ist. Ich glaube also, dass wir auf dem genau richtigen Weg sind, und es wird nicht das Papier sein, sondern es wird das Gewissen sein, dass die Menschen prüfen, dass die Glaubenden prüfen, dass sie befragen in der Zwiesprache mit Gott im Innersten, im Heiligsten des Menschen. Und ich glaube, der dritte ökumenische Kirchentag tut gut daran, diese Stimme, die Stimme Gottes in uns selbst stark zu machen und zum Motor zu machen und auch erfahrbar zu machen. Darauf freue ich mich, und ich bin ganz sicher, diese Stimme wird uns den Weg weisen und Gott wird uns dabei helfen. Dann hoffe ich ja sehr, dass wir nächstes Jahr sicher, gewissenhaft und gemeinsam feiern. Frau Limper, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.
Lasst uns miteinander und füreinander beten, für uns, für unsere Gesellschaft und die ganze Welt. Du Gott bist unsere Hoffnung, einzig und allein, im Leben, im Sterben, in Ewigkeit. Du führst uns zusammen, verletzliche Menschen, von dir geschaffen, bedrängt von einem Virus, das um die Welt geht. Wir hoffen auf dich. Wir bitten dich, dass wir die geistige und seelische Kraft bekommen in dieser trüben Zeit, dass wir den Glauben bewahren, Hoffnung vermitteln, Liebe üben, besonders im Blick auf Menschen, die einsam sind, die krank werden oder sogar im Sterben liegen, in den Familien, in der Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle. Achte auf alle, Gott, die ihre Verantwortung tragen bis zur Erschöpfung. An den Kassen der Supermärkte, in Kindergärten und Schulen, in Kirchen, Synagogen und Moscheen, in den Krisenstäben der Politik, in den Laboren auf der Suche nach Medikamenten und Impfstoff, in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Segne sie, damit sie zum Segen werden für die Welt. Wir bitten dich für Menschen, die auch noch unter Krieg und Verfolgung, unter Terror und Flucht leiden, in Armenien und Aserbaidschan, in Belarus, in Nizza, in Syrien und an den Grenzen der Europäischen Union, dass ihr Leben, ihr Leiden beendet wird. In der Stille nennen wir dir die Menschen, die uns ganz persönlich am Herzen liegen. Bleibe bei uns, Gott. Sei mit uns auf unserem Weg. Fülle unsere Herzen mit Hoffnung. Bleibe bei uns am Abend und am Morgen. Dir sei Lob und Dank von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.
bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Na 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 Die Kollekte unseres heutigen Gottesdienstes erbitten wir für den Mainzer Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Er hilft obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen. Täglich findet eine medizinische Sprechstunde statt. Zu den Patienten zählen auch Menschen ohne Krankenversicherung und Menschen ohne Papiere. Mit dem Arztmobil werden obdachlose Menschen medizinisch versorgt. Darüber hinaus werden Menschen durch soziale und psychologische Beratung darin unterstützt, in das Gesundheits- und Sozialsystem zurückzukehren. Kinder und Jugendliche in benachteiligten Mainzer Wohngebieten und in Flüchtlingsunterkünften werden von sogenannten Street-Jumpern besucht. Gerade jetzt, in der Corona-Pandemie, ist diese Arbeit noch notwendiger, aber auch besonders schwierig. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Das Jahr 2020 ist durch die Corona-Pandemie tiefgreifend durcheinandergebracht worden. Da ist es für mich ein starkes Zeichen, dass heute Weihbischof Dr. Udo Benz, Generalvikar des Bistums Mainz, mit uns gemeinsam den Reformationsgottesdienst feiert. Deshalb Ihnen, lieber Weihbischof, noch einmal persönlich herzlich willkommen. Ein Tischtuch. Danke, dass ich mitfeiern darf. Danke, dass wir das gemeinsam tun. Und ich würde um ein kurzes Sendungswort gebeten, bei dem ich ein Zeichen, ein Symbol mitbringe, das am Ende dieses Gottesdienstes einen Ausblick gibt, ermutigt,
stärkt und sendet. Wir sagen, das Tischtuch ist zerschnitten. Diese Zeiten gab es. Solche Zeiten gab es in der Geschichte unserer Kirchen, in denen das Tischtuch von beiden Seiten so zerschnitten war, dass Menschen gelitten haben. Viele Menschen Unsägliches erleiden mussten. Dank sei Gott, diese Zeiten sind für uns vorbei. Wir verstehen und wir erfahren heute auf den je eigenen Wegen unserer Konfessionen und dem gemeinsamen Weg in der Ökumene, wie sehr wir uns gegenseitig bereichern, wie wir uns beschenken, wenn wir uns, deswegen ein Tischtuch, an einen Tisch setzen, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander feiern, wenn wir miteinander Freude und Leid teilen, wenn wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und Fragen stellen und zuhören und ringen nach Antworten auf die Herausforderungen, in denen wir stehen. Indem wir gemeinsam Gottes Stimme zu hören versuchen. Das Tischtuch, es gehört eigentlich zu einem festlich gedeckten Tisch, zu einem reich gedeckten Tisch. Wie für ein Festmahl, zu dem dann alle Gäste, die kommen, etwas beitragen. Das ist das Bild. Wenn wir zusammenkommen, dann ist das Fest und kein Alltag. Wir decken den Tisch mit dem, was wir aus dem je eigenen und dem gemeinsamen aus unserem Leben vor Gott bringen. Ich wünsche mir, dass wir uns den Tisch des Wortes decken, aus den reichen geistlichen Traditionen unserer Kirchen. Ich wünsche mir, dass wir den Tisch der Musik, des Betens so reich decken, dass wir gestärkt werden aus den Traditionen und dem Gemeinsamen, was uns verbindet. Ich wünsche mir, dass wir uns den Tisch decken mit unserem Interesse für die jeweils andere Sichtweise. Decken wir füreinander und miteinander den Tisch mit unseren ganz persönlichen Gotteserfahrungen im Alltag. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr gemeinsam den Tisch decken für die Armen, für die Entrechteten, für die Alleingelassenen, die zu kurz gekommenen. Und auch deshalb habe ich das Tischtuch mitgebracht, weil wir den Tisch auch decken mit unserem Wunsch nach einer umfassenden Gemeinschaft unserer Kirchen, immer drängender, immer ungeduldiger, sehnsuchtsvoll, hoffnungsstark. Und auch deshalb dieses Tischtuch als Zeichen für das Sendungswort. Das Tischtuch erinnert an einen festlich hergerichteten Altar, der für Jesus Christus Symbol und Zeichen ist. Und an diesem Altar, was da gefeiert wird, das ist die Vergegenwärtigung von Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung Jesu, seine Gegenwart im Hier und Jetzt im Zeichen des Mahles. Und deswegen ist das Tischtuch in diesem Kontext auch ein schmerzliches Zeichen. Es erinnert mich schmerzlich an das, was auch noch fehlt. Die volle Einheit in Christus. Mahlgemeinschaft als sichtbares, spürbares Zeichen einer vollen Gemeinschaft bleibt Herausforderung, bleibt Aufgabe, bleibt Auftrag. Und so verbinde ich mit einem Tischtuch, das ich bringe, den Wunsch, dass wir bei all dem, was wir gemeinsam bedenken, feiern, gestärkt herausgehen in der Begegnung mit Gottes Geist, der die Vielfalt der Gaben uns schenkt, im Miteinander und im Zueinander. Möge Gott uns begleiten, die Herausforderungen dieser besonderen Zeit und die Aufgaben, vor denen wir nicht die Augen verschließen können, zu bewältigen. Er schenke uns die Kraft, gemeinsam Zeugnis zu geben von Gottes Güte und Zuwendung in dieser Welt. Vielen Dank für diese stärkenden Worte. So geht nun in die kommende Zeit in der Kraft, die euch gegeben ist.
Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Und so segne und begleite euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen, Amen, Amen. Das war der zentrale Reformationsgottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 2020 aus der Christuskirche in Mainz. In einem in vielerlei Hinsicht besonderen Jahr. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch, weil wir im Frühjahr das 500. Jubiläum von Luthers Auftritt auf dem Wormser Reichstag feiern, bei dem der Reformator mit den Sätzen
hier stehe ich, ich kann nicht anders, Geschichte geschrieben hat. Ein Grund, diesen Moment der Haltung der Zivilcourage für uns schon am heutigen Reformationstag neu zu entdecken und bei allem mutig nach vorne zu schauen. Vielen Dank fürs Mitfeiern und bleiben Sie behütet.